Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stranded Early Dawn. Mein Kill-Korridor wird weiter verbessert. Ich habe hier noch ein bisschen was umgebaut. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich hier Mauern gezogen habe, konnte ich doch die Flammenwerfer auf die gleiche Höhe setzen. Und die sind auch insgesamt stabiler, ne? So eine Mauer hat 50 und so eine Mauer hat 750, also müssten mal nachrepariert werden. Aber im Moment wollte ich gerade den Bereich hier verkleinern. Denn ich glaube, das ist der Grund, warum die hier vorne an der Ecke angegriffen haben. So, das werden wir jetzt gerade sehen. Wir müssen die Leute mal wecken. 3 Uhr früh. Ab auf die Barrikaden. Da kommen mich ein paar Grappler vorbei. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Warum laufen sie außen rum? Weil die Leute noch im Haus sind. Ah ja, nice. Okay. So, du musst dahin. Und du da. Jawohl. Ja, das wird warm. Hey, yay. Gut gemacht. Bin stolz auf euch. So, schlafen ist nicht mehr. Das hat gut funktioniert. Also die Flammenwerfer machen schon ordentlich Schaden. Jetzt bräuchte man natürlich noch, für den Ernstfall bräuchten wir noch ein paar Raketenwerfer, ne? Für die dicken Viecher. Sowas wie diese komischen Schwabbelraupen und so ein Kram. Ja, die Batterien sind voll. Ich weiß nicht, ziehen die auch Strom, die Raketenwerfer? Ja, machen sie. Wie viele CPUs? Jeweils eine CPU und 50 Metall. Ja, da können wir uns leisten. Go, go, Gadget. Jetzt nur die Frage, wohin? Die haben nur einen gewissen Bereich. Ach, das würde da hingehen. Oder hier so außen. Auf der anderen Seite, wie geht's hier drüben? Würde auch gehen. Aber schießen die da nicht an den Geschützen vorbei? Die drehen sich wahrscheinlich auch, ne? Ist wahrscheinlich Schnuppe, aber wenn die dicken Viecher hier durchkommen, setze ich sie, glaube ich, lieber nach innen. So. Mal gucken, ob sie mir meine eigene Basis damit wegballern. Aber wenn die Dinger erstmal gebaut sind. So, haben die auch einen Range? Nee. Nein, haben sie nicht. Aber zerbomben die mir nicht meine eigene Basis? Das könnte natürlich eklig werden, ne? Na, da bin ich ja mal gespannt, was daraus wird. Na, das könnte jetzt mal richtig spannend werden. Bin schon sehr auf den nächsten Angriff gespannt. Zielgebiet nicht besetzt. Wie nicht besetzt? Zielgebiet. Das heißt, kein Feind in der Nähe. Warte mal. Testen. Schade, ich dachte, du würdest schießen. Zielgebiet. Ah. Ach, die können nur in diesem Range schießen. Ah, das ist damit gemeint. Ja, dann, keine Ahnung, so.
Ach so. Man muss ein Zielgebiet einmalen. Das heißt, ich könnte ja sogar in die Mitte setzen. Wir könnten die auch hier hinsetzen und das Zielgebiet einfach dann hier weiter außen hinsetzen. Ah. Alles klar. Sehr interessant. Ja, die haben... Ah, okay. Die brauchen einen gewissen Range, wo sie losfliegen. Dann wäre es aber sinnvoller, wenn es direkt vom Tor wäre. Dann setze ich die doch hier um eins hinter. Dann setze ich die doch hier auf die Kanten. Dann sollen sie die doch hierhin bewegen. Ja, genau. Dann gehen sie nämlich bis zum Rand und können die vor dem Tor nämlich wegbomben. Und das Zielgebiet ist dann... Hier so. Und du. Der dich außen. Zack. Und das Zielgebiet ist hier. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber weißt du, was das Problem ist, was mir gerade auffällt? Hä, die ziehen doch gar keinen Strom. Warte mal, die werden noch gebaut. Kreislauf. Alles klar. Das habe ich vermisst. Welcher Kreislauf ist das? 10. So, vielen Dank. Ja, gut. Ja, jetzt bin ich mal richtig gespannt auf den nächsten Angriff. Ob das Spiel sich jetzt so denkt, so, wenn er jetzt Gas gegeben hat, schicke ich ihm die Großen vorbei. So, wie sieht es auf Klamotten aus? Ich habe nämlich auch neue Klamotten gemacht. Hosen. Braucht jemand Hosen? Ne, die sind alle noch so gut. Da wäre ein Hemd notwendig. Aber das müsste gleich produziert sein. Was wird denn hier gerade geschneidert? Eine Carbonweste. Carbon-Helm, Carbon-Hose, Carbon-Weste. Dann schiebe ich das Hemd doch mal um eins nach oben. Damit da wieder ein Hemd kommt. So, dann können wir eigentlich noch mit Lasern aufbauen, ne? Wenn wir hier noch Laser draufsetzen. Aber vielleicht kann ich, genau, vielleicht kann ich auch je nachdem, wo der Angriff kommt, kann ich das... Warte mal, genau, warte mal. Zielgebiet? Ah, okay, das ist der Maximalrange. Das heißt, ich kann beide sogar auf die gleiche Richtung setzen, wenn sie von einer anderen Richtung kommen. Warte, keine Ahnung. Jetzt habe ich was versetzt. Zielgebiet. Erstmal hier vorne. So. Okay, cool. Das heißt, ich könnte die sogar zentral setzen und dann den Einschussbereich irgendwo in die Mitte. Die müssen praktisch nicht hier sitzen. Die könnte ich auch hier drauf setzen. Das heißt, die könnten auch hier in der Mitte sitzen. Und wenn die Rakete startet, fliegt sie direkt in die Laterne und katastrophale Folgen. So, was wir auch noch machen können, wir können noch Batterien hier vorne setzen. Hat nämlich auch jemand geschrieben, wenn hier mal die Verbindung unterbrochen wird, hätten wir Batterien noch vorne für die Geschütze. Das würde schon gehen. Jetzt will ich aber einen Angriff haben, Leute. Jetzt greift mich mal an. So, Landepads und so weiter haben wir. Was brauchten die nochmal? Die brauchten relativ viel Eisen, ne? 200 brauchen wir da.
Und der Landeplatz braucht aber irgendwie ein Fundament, so war das. Genau, und dann brauchen wir noch den Tisch. Das sind nochmal 50, also 250 hätten wir aber. Ein brennendes Kreuzfahrtschiff. Das klingt nach einer spannenden Mission. Hm. Die machen wir zuerst. So, Sprit haben wir wirklich, das ist super. Also ich meine, jetzt können wir mit den Flammenwerfern wirklich arbeiten. Wir können hier so in den Servicegang, wir können hier noch Geschütze, Brennflammenwerfer hinsetzen. Hier unten hin. Das würde funktionieren. 100 Zement, das könnte reichen. Wir probieren mal. Ah, nicht ganz. 107. Weißt du was, wir machen es einfach dicht. Ich habe ein uraltes Leergerät gefunden. Das hat eine Schnittstelle zwischen CPU und den... Ah ja, okay, wir können wieder aufpimpen. Du lernst Intellekt. Intellekt war gut, oder? Lerne Heilung. Dieser 5. Intellekt, körperliches, was ist damit gemeint? Vielleicht bauen oder so? Intellekt brauche ich eigentlich nicht, wir haben kaum noch Forschung. Dann lernst du heilen auf 10. Wir müssen hier nur eine Pforte reinmachen, auf jeden Fall. Oder das sogar rausnehmen. Das können wir auch rausnehmen. Ist eh sinnlos. Wenn sie hier durchbrechen, wäre es dumm. Die wollen ja dann hier und dann brechen sie dadurch. Das heißt, wir können die Mauer eh rausnehmen. Das heißt, wir reißen die hier ab. Dann reicht auch der Beton. So, Impulsgewehre haben wir erforscht. Jetzt kommen die Sachen hier. Keine Ahnung. Drucken. Was fehlt denn hier eigentlich? Ach, weil wir noch keine Bandagen? Nee, was? Bandagen produzieren? Wir können kein... Was? Was? Wir können keine Bandagen produzieren? Haben wir nie gelernt, oder? Oder weil wir noch nie welche produziert haben, wahrscheinlich. Wie viel haben wir denn noch Medizin? Boah, noch ein bisschen was, ne? Jetzt müsste die Mauer reichen. Boah, 111 von den Shriekern. Na, das wird jetzt ein Spaß. Na, das, jetzt bin ich gespannt. 111 von diesen Viechern, das ist richtig gut. So, warte mal, da können wir direkt mal den Zielkreislauf hier so setzen, würde ich sagen. Oder wir machen eins vor die Mauer. Und ein Zielkreislauf hier neben die Mauer. So. Na, da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Da schicke ich auf jeden Fall niemanden los. Das macht keinen Sinn. Und wenn die kommen, die Leute alle hier drauf, am besten noch mit dahin. Mhm, okay.
jetzt bin ich mal gespannt, was die Bomben hier machen. So, warte mal, wir müssen die mal ein bisschen anders positionieren. Du hierhin. Du dahin. Dann haben wir noch. Du dahin. Du da. Wow. Metalltor beschädigt. Warte mal, wir müssen mal. Moment mal, welche Rakete schießt mir vor das Metalltor? Du, ne? Okay, wir müssen ein bisschen Abstand lassen. Fut, 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 fut. Wow. Wow. Okay. Ja, das ist so eine schöne Mischung, ne? Wenn du hier zwei Raketenwerfer hast und lässt sie so im Doppel da runterballern. Ja. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Hat funktioniert. Okay, ich habe mir mein eigenes Tor beballert. Wow. Krass. Das ist schon fast unfair. Im Hintergrund hört ihr den Weltraumkater. Er meckert. Er findet es auch unfair. Ja, das ist ja mal richtig gut. Komm, noch ein Angriff. Ich will noch einen. Gib mir mehr. Bring mich an meine Grenzen. Aber eigentlich, wir müssten einfach jetzt hier noch dieses Fundament erweitern, wenn wir genügend Beton wieder haben. Da ganz viele Raketenwerfer draufstellen, dass auch wenn sie hier angreifen, bombardiert werden, dass wir die genau an den Rand setzen. Boah, die Raketenwerfer waren sehr effektiv. Schön. Wir können ja auch einen Sensor hier platzieren oder so. Hier, da so hin. Aber das können wir direkt machen. Was kostet uns ein Sensor? Der kostet uns doch nicht viel, oder? Eine CPU und 10 Stahl. 10 Stahl haben wir auf jeden Fall. Und CPU haben wir auch. Machen wir den... Keine Ahnung. Hier so knapp hinter die Mauer. Na gut, dass wir so einen kleinen Überschnitt haben, ne? So hier. So. Dann haben wir die Außenbereiche abgedeckt. Die Raketenwerfer werden aktiviert. Genauso wie die Geschütze. Und dann können wir die Raketenwerfer auch hier mal positionieren, wenn sie irgendwie hier vorne Rabatz machen. Müssen wir praktisch nur noch. Am besten ziehen wir hier sogar durch. Und dann könnten wir hier zur Verteidigung dazwischen noch Flammenwerfer stellen. So dass, wenn sie wirklich mal durchbrechen, dass sie dann in die Flammenwerfer reinrennen. Ja, ich hab's bald. Wir haben schon spät. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme fast 10:30. Was hier Massen liegen, du erkennst kaum noch, welches der einzelne Shrieker war. Aber dafür sind sie schon vorgeröstet, ne? Es gibt einen besonders leckeren Sprit.
sieht's eigentlich hier an der Hemdenfront aus? Haben wir doch wieder Hemden. Wer hatte kein Hemd? Da. Und der Rest sieht noch gut aus. So, wie sieht's denn überhaupt aus? Sonst alles intakt, oder? Ah, das könnten die Schuhe. Weil hier haben wir doch bessere Schuhe, oder? Hier. Können wir doch. Nee, wir haben keine besseren Schuhe. Haben wir noch keine Carbon-Schuhe hergestellt? Nee. Aber sind die in Auftrag? Carbon-Stiefel, ja, hier. Okay, da wird noch ein Brustbein. Ja, gut, das kommt dann demnächst. Ja, sehr gut. So, was haben wir denn noch? Brennendes Kreuzfahrtschiff. Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Machen wir. Die Pistole von Lara. Geben wir jetzt auch so eine Waffe? Ja, der Range ist größer, ne? Machen wir. Ich meine, sie schießen insgesamt langsamer, aber dafür treffen sie auf höhere Distanz schon. Macht ja auch Sinn. Wieso ist hier die Treppe so lang im Vergleich? Achso, weil das Ding höher ist, ja. Also wir müssen noch so viel Zeug da haben, oder? Fast 1000 von diesen vergammelten Käferleichen da. Wow. Dann müssten wir eigentlich noch mehr von den Fässern aufstellen, dann können wir Sprit ohne Ende machen. Aber noch ist Platz. Also hier sind noch 3 Plätze Platz, hier 15 Plätze, also wir können es auf jeden Fall noch einlagern, das ist nicht das Problem. Das brennende Kreuzfahrtschiff. Suche nach Überlebenden. Meine Lungen füllten sich bald mit Rauch. Ja, das ist die gleiche Geschichte, ja. Schade. Ich befürchte, dass wir schon wieder nicht noch Überlebende finden. Wieso gehst du hier lang? Hä? Ach so, weil er hier eher reinkommt. So hätte er durch hier das Tor gehen können. Okay, schade. Na, ich habe wirklich die Befürchtung, dass wir niemanden mehr finden. Ein Raum wäre noch frei. Sogar klimatisiert. Sehr schade irgendwie. Na komm, noch ein Angriff. Zum Ende der Folge. Komm. Das müsste doch drin sein, oder? Komm, wir haben fast wieder einen Jahreswechsel. Vielleicht ist es ja das verflixte siebte Jahr. Oh, was? Moment, haben wir jetzt... haben wir jetzt gerade zum ersten Mal Bandagen gelootet? Yo. Okay. Ach, Tierangriff. Ich lache mich tot. Dorf. Bisschen übertrieben, oder?
Wie war das mit Kanonen auf Spatzen und so weiter? Das ist ja gemein. Mach den Mund weit auf, vielleicht geht sie durch. Einfach nur so eine Idee. Das ist ja richtig gemein. Na gut. Und? Und? Ah, die verpuffen leider. Jo. Sagen wir mal so, wir haben Spaß. Da dürfte eigentlich nichts übrig bleiben. Wenn ihr so eine Rakete so ein Vieh einschlägt, hast du doch nur noch Hackfleisch. Das ist doch Feierabend. Na gut, macht mal. Jetzt wissen wir, warum die Dinosaurier ausgestorben sind, ja. Richtig. Guter Hinweis. Ich war's. So, kommt noch was anderes außer so ein Dino? Na gut, wenn du fünf Guck mal hier, unser Spritlager an. Da ist ein bisschen was gelagert. Das wäre doch cool, wenn jetzt so ein... Stimmt, wenn jetzt so ein Godzilla hier kommen würde. So ein Riesending. So... Was habt ihr mit meinen Kindern gemacht? Und dann musst du ja loslegen. Das wäre mal cool. So, irgend so ein Behemoth. Oder wie die Dinger heißen. So ein Riesending. Ja. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Wer weiß, was die Entwickler machen. Na gut. Ich würde sagen, hier passiert nicht mehr viel. Zement haben wir noch genügend. Was machen wir damit? Wir müssen halt hier vorne vielleicht das hier aufbauen, dass wir hier so ein Podest bauen, wo die ganzen Raketenwerfer draufstehen, ne? Und dass wir hier die Verteidigungsposition nach vorne bringen, die mitten zumachen, dass die nicht durchlaufen können, sondern nur von einer Richtung kommen. Und das noch mit Flammenwerfern irgendwie absichern, den Bereich. Das wäre schon eine gute Nummer. So. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.